weil die Einrichtung so in der Nähe ist, ja, also gleich ums Eck, und zweitens, weil die Kursleitenden so gut sind. Ja, das sind die zwei obersten Prioritäten, warum gehen Menschen zur Volkshochschule. Das heißt also, es gibt eine Anknüpfung an eine Person, die sozusagen dann auch die Lernwelt eröffnet, und es gibt auch die räumliche Nähe, die gewünscht ist. Und Jürgen Musmeeritz hat im Blog vor dieser Tagung gepostet, und die Menschen wollen auch gerne zusammen einen Kaffee trinken. Wie geht denn sowas dann in einem MOOC? Das geht durchaus, und ich bin froh, dass wir jetzt so ein bisschen wegkommen von dieser Massifizierung hin zu den anderen positiven Aspekten von Digitalisierung. Obwohl, dazu muss ich auch wirklich nochmal sagen, und da werden die Kollegen in Bremen jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich glaube nicht, dass die Digitalisierung ein Allheilmittel ist für die Zukunft. Aber ich glaube, wenn wir sie richtig einsetzen, dass wir genau diese Aspekte, die einfach auch Volkshochschule ausmachen, nämlich, dass man dort mit Menschen zu tun hat, dass man in den Kontakt geht und dass es direkt mit meinem Leben zu tun hat und nebenan ist, dass man das durchaus gut in die digitalisierte Welt, in die Virtualität auch übertragen kann. Und wir haben das im MOOC sehr stark gemerkt, dass dadurch, dass wir von Anfang an mit den Menschen gesprochen haben, obwohl die nicht so viel Erfahrung hatten, sich in der virtuellen Welt zu bewegen und auch auszutauschen, direkt in der Ansprache einfach mit unserer Haltung, mit unserem Ton bei den Menschen eine Art Sicherheit auch erzeugt haben, dass sie selber sich getraut haben, auch wieder selber einen Kommentar zum ersten Mal zum Beispiel zu schreiben. Also wir haben deswegen auch extra eine Facebook-Gruppe eingerichtet, die geschlossen war, damit all das, was man in den Tutorials lernen konnte oder in den Videos, mal in einem geschützten Rahmen üben konnte. Wir haben in einer Videokonferenz haben wir eine Teilnehmerin gehabt, die hat zum allerersten Mal ihre Webcam benutzt und hat gesagt, wow, ich kann euch sehen, ihr könnt mich sehen, das ist großartig. Das wusste ich gar nicht, dass das so ein tolles Gefühl ist. Und das war jemand, die haben wir so nicht in der physischen Welt kennengelernt, sondern wirklich nur in der virtuellen Welt. Und ich denke, das geht, aber das kann nur der Mensch. Das kann keine Maschine. Und das ist auch einfach das, was wir auch auf den Barcamps, die ich mit organisiert oder moderiert habe, gemerkt habe, dieses Überschwappen der Begeisterung, dieses Fasziniertsein davon, dass wenn man sich mit Menschen vernetzt, dass da was Neues entsteht, dass ich beflügelt bin, dass da die Energie im Raum sich auflädt, dass man das auch mit in seine Volkshochschule nehmen kann, so dass das einfach total wichtig ist und zur Volkshochschule gehört. Und das wäre auch so ein bisschen meine Vision für die digitalisierte Zukunft der Volkshochschule. Gar nicht unbedingt, dass wir das, was wir jetzt haben, multiplizieren und massifizieren, sondern dass wir wirklich auch gucken, dass wir die Virtualität nutzen, um eben zur Verfügung zu stehen, auch für all die Menschen, die vielleicht sonst nicht in die Volkshochschule kommen könnten, all die Menschen im ländlichen Raum vielleicht, die nicht so flexibel sind, einfach für diese ganze örtliche, zeitliche Unabhängigkeit. Ein Alltag ist dichter gedrängt, ich kann nicht mehr jeden Dienstag von 7 bis 9 in einen Volkshochschulkurs unbedingt gehen, aber wenn der zum Teil online liegt und ich da auch schon online die Menschen kennenlerne, die mit mir im Kurs sind, oder vielleicht in einem Präsenzkurs die Menschen kennenlerne und diese Gemeinschaft dann übertrage in die Online-Welt. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass das funktioniert. Das leitet mich auch über auf vielleicht ein weiteres